Hallo und herzlich willkommen bei Raum für Notizen. Ich bin Sophie und darf euch heute einen ganz besonderen Studiogast vorstellen. Ihre Initiative Give Something Back to Berlin hat dieses Jahr den erstmals vergebenen Europapreis Blauer Bär verliehen bekommen. Und das, weil, ich zitiere, sie durch eine kleine Geste gelebte Integration in Berlin schafft. Das klingt schon mal sehr beeindruckend. Wie genau die Initiative das aber macht, das kann euch Lucy Thomas von Give Something Back to Berlin heute selber erklären. Herzlich willkommen an dich. Hallo, danke. Hallo, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ja, wir sind busy zurzeit, aber ja, froh hier zu sein heute. Danke. Möchtest du was trinken, damit wir nicht gerne. Verdursten? Was darf es denn sein? Ich habe was Braunes, was Rotes, was Gelbes im Angebot. Was Gelbes? Du musst raten, was es ist. Ich will es gar nicht wissen. Du willst es gar nicht wissen. Okay. Haben wir denn auch ein? Ist das hier ein Öffner? Das wäre jetzt natürlich schön zu wissen. Kann ich das mit einem Schlüssel öffnen? Das ist jetzt die große Frage. Hast du zufällig einen Öffner dabei? Nee. Da ist er. Schon mal die erste große Suche erledigt. So, du wolltest jetzt was? Ich habe schon wieder vergessen. Das da, genau. Ja. So, können wir mal anstoßen und erzähl mir doch nebenbei einfach mal, wer bist du eigentlich, wo kommst du her und warum bist du heute hier? Genau, also erstmal Prost. Genau, okay, Entschuldigung. Genau, ich bin eigentlich gebürtige Britin, also aus Wales, aus Cardiff, also dem kleinsten britischen Land. Bin aber schon 1990 nach Deutschland gekommen. Und zum größten Teil in Deutschland aufgewachsen, aber dann auch war ich wieder in Bristol, in London, in Brüssel und habe aber eigentlich mein Herz in Berlin verloren, schon als ich sehr jung war. Ich war mal hier zu Besuch und war immer so, habe mich hier einfach sehr zu Hause gefühlt. Mhm. Genau, und dann bin ich hier auch, habe meinen Erasmus hier gemacht und bin dann, sobald ich konnte, wieder hergekommen. Bin jetzt seit 3,5 Jahren wieder hier. Genau. Und bist glücklich in Berlin. Ja, ich bin jetzt eine richtige Berlinerin geworden. Hast du uns auch eine Notiz mitgebracht? Weil Raum und Notizen wäre nichts ohne eine Notiz. Ja, habe ich heute mitgebracht. Okay, dann würden wir uns jetzt nämlich mal ans Notizen anmontieren bringen. Okay. Und zwar, komm mal mit. Die Challenge. Die Challenge. Die Entfernung ist ziemlich weit. Okay. Ich gebe dir das. Du kannst mir die Notiz geben. Also mit Anlauf oder wie? So wie du möchtest. Ich weiß nicht, so viel Reichweite wie du hast. Okay, also als Britin, die eigentlich in Pubs geht. Mit drin. Genau. Warte. Ja. Warte mal, ich hole dir uns einen neuen. Einmal wie viele Versuche habe ich denn? So lange, bis du triffst, wir geben jetzt halt. Da ist er. Siehst du? Super. Dann gehen wir da mal hin. Ich gebe dir die Notiz, die werden wir jetzt Danke. Da anbringen. Ich habe die Seite, oder? Da. Okay. So, erzähl mir jetzt doch mal, Making Worlds Meet, Working Together for a Better City. Genau, also das ist eigentlich auch das Motto von Give Something Back to Berlin. Mhm. Aber es ist auch, wir leben halt auch das, was wir sagen oder das, was wir als Motto haben. Ja. Und es geht wirklich darum, dass Welten sich treffen sollen und dass man zusammen eben für eine bessere Stadt oder ein besseres Zusammenleben erarbeitet oder ausarbeitet. Und genau, und einfach, dass einfach die Welten sich treffen und nicht nur so, so gefühlt miteinander gepresst werden oder irgendwie zusammengeführt werden, sondern wirklich, dass es organisch entsteht. Um Integration geht es natürlich. Genau, genau. Ja. Können Sie noch mal hinsetzen und dann ganz intensiv ins Thema einsteigen. Mhm. Der Name verrät es ja eigentlich schon. Give something back to Berlin. Irgendwas wird zurückgegeben, aber was genau und an wen ist es adressiert? Genau, also entstanden ist das Ganze ja von Annemaria Olsson, die Gründerin, vor einigen Jahren eigentlich als so Facebook-Aufruf quasi. Und es ging darum, dass sie, wie viele andere, wie wir eben, dass wir ja nach Berlin migrieren eigentlich, dass wir hierher kommen aus unterschiedlichen Gründen, ob zum Studieren, zum Arbeiten etc. Und dass aber da ja die Stadt sich sehr schnell verändert hat und sich
auch nicht immer nur positiv verändert hat, sondern eben das in bestimmten Bezirken, wie wir eigentlich alle wissen, halt Kreuzberg, Neukölln, sich dann doch auch ja, die Mietlandschaft verändert hat etc. Mhm. Und es ging halt einfach darum, dass man eben nicht nur nach Berlin kommt und hier von den Strukturen hier profitiert, sondern auch eben die Stadt mit verbessert oder was zurückgeben in Form von Zeit, von Fähigkeiten. Die Leute, die herkommen, sind ja auch meistens sehr gut ausgebildet oder jeder hat ja seine eigenen Talente und die kann man immer gut eigentlich auch wiedergeben. Doch haben die Strukturen dafür eigentlich gefehlt, für diese International Community. Und dadurch kam dann die Idee, wieso machen wir einfach nicht selbst was und wieso fangen wir nicht einfach an. So. Was ist denn dein Talent, was du zurückgibst an Berlin? Was ist denn dein Talent, was du an Berlin zurückgeben kannst? Also was genau hast du eigentlich studiert, gemacht? Ach so, ich habe europäische Studien gemacht, das ist europäische Politik. Und dann bin dann auch voller Elan nach Brüssel danach gezogen und habe dort in der Europäischen Union im Public Affairs Bereich gearbeitet. Aber gemerkt, dass ich eigentlich, was ich vermisst habe, ist halt dieses Praktische, dieses einfach wirklich in der Praxis, im Alltag was umzusetzen und was zu verändern. Und dann bin ich zurück nach Berlin gekommen und habe Menschenrechte oder Kinderrechte, meinen Master an der FU gemacht und jetzt im flüchtlingspolitischen Bereich meine Masterarbeit geschrieben. Bei Give Something Back to Berlin gibt es ja vor allem auch um Projekte. Mhm. Wir haben da ein paar Bilder zusammengestellt. Ja. Die einfach mal beispielhaft zeigen sollen, was ihr eigentlich macht. Mhm. Zum einen veranstaltet ihr regelmäßig Kochkurse, genau da sehen wir es jetzt auf dem Bildschirm. Und beim Treffen kann man sich austauschen, es kann zusammen eine warme Mahlzeit genießen. Das war jetzt, glaube ich, von dieser Rallye, die ihr gemacht habt, eine Kiez-Rallye hieß genau. Zum anderen bietet ihr ganz viele Musikkurse an und auch Bandproben. Ihr habt ja auch eine eigene Band. Wie hieß die nochmal? Die heißt Lomnava, Refugees and Friends. Genau, das sind sie sogar, ne? Genau, ja. Da hatten sie auch neulich viele Auftritte. Mhm. Im dritten Bild sieht man, dass Ehrenamtliche eigentlich grundsätzlich alles das anbieten, was sie am besten können. Da zum Beispiel tanzen. Genau, es gibt die unterschiedlichsten Bereiche. Genau, das ist eine sehr talentierte Ehrenamtliche bei uns, die jetzt ihre eigenen Projekte initiiert. Also wir haben sie zusammengeführt mit anderen Tanzchoreografen zusammen. Sie selber ist Tanztherapeutin. Und die haben jetzt im Selbsthilfezentrum Neukölln zum Beispiel angefangen, kostenlos Tanzkurse anzubieten. Und das jetzt aber auch ausgeweitet auf andere Bereiche. Ja, und im vierten Bild sieht man eigentlich das, was ich mir vorstellen kann, was vor allem ihr erledigen müsst, und zwar die ganze Öffentlichkeitsarbeit, Flyer machen, drucken, anrufen, Kaffee trinken, genau, ganz wichtig, um wach zu bleiben. Genau, das waren erstmal die Bilder als Überblick. Die Grundlage eurer Initiative ist ja die Give Something Back to Berlin, das ist totaler Zungenbrecher für mich, die Website, die ihr da habt, ist ja eine Plattform. Wie genau funktioniert die denn an und für sich? Genau, also die Plattform ist sehr simpel. Es ist so, dass man auf der linken Seite von der Plattform sich bestimmte Projekte direkt anmelden oder bewerben kann. Also das sind entweder Projekte, die wir in Kollaboration mit sozialen Organisationen machen, also mit Berliner Organisationen, die wir unterstützen, die ja auch oft knappe Ressourcen haben. Oder wir haben ja, wie gesagt, unsere eigenen Projekte mit und für geflüchtete Menschen. Und genau, die bieten halt Links an, da kann man sich einfach per Klick einfach ganz einfach anmelden. Oder aber man kann sagen, hey, ich bin Grafikdesigner, habe jetzt nicht Zeit, mich jede Woche 3-4 Stunden ehrenamtlich zu engagieren, aber ich möchte auch gerne was tun. Das meinte ich vorhin mit diesen, viele Leute haben ja ganz spezielle Fähigkeiten, die vielleicht auch, sage ich jetzt mal so, klassische soziale Organisationen vielleicht einen Mangelbedarf haben. Und vielleicht gibt es dann so Schnittstellen. Zum Beispiel kann dieser Grafikdesigner ja vielleicht eine neue Webseite für eine Organisation bauen, die sonst dafür keine Ressourcen haben oder kein Geld oder kein Know-how. Und das kann man eben rechts anbieten. Man kann eben sagen, ich kann das und das. Oder und so können die sozialen Organisationen aus Berlin sich eben auch bei uns... Der könnte uns helfen. Genau, und kann das halt auch ganz easy anklicken. Und sie können aber auch auf der anderen Seite dann sagen, wir suchen jemanden, der uns in dem und dem Bereich helfen kann. Genau. Wir brauchen dringend einen Grafikdesigner, jemand, der uns Tanzen beibringt. Genau. Zur Entspannung. Wir kriegen die unterschiedlichsten Anfragen. Das kann man jetzt gar nicht alles auflisten, aber es ist echt Wahnsinn, was die Leute alles können und was die auch alles anbieten möchten. Ja.
Zur Entstehung von eurer Initiative. Das Ganze, hast du ja schon erwähnt, wurde eigentlich erst bei Facebook ins Leben gerufen. Wie kamt ihr überhaupt auf die Idee konkret? Beziehungsweise, das war Anna-Maria Olsson zusammen mit Anders Iverson. Die halt als, sie leben schon sehr lange in Berlin beide, aber sie haben eben, also sie wohnen in Neukölln und haben eben dort diese sehr rapide Verwandlung der Nachbarschaft miterlebt und haben das Gefühl, dass da aber irgendwie, dass da so Parallelwelten entstanden sind. Dadurch, also, dass so viele Leute hingezogen sind. Genau, ja. Eben so viele nicht deutschsprachige junge Leute eben auch hingezogen sind. Und das kam dann einfach daher. Und das Interessante war, sie haben einfach so einen Aufruf gestartet auf Facebook und es ist absolut explodiert. Also das war so ein Bedarf daran. Und das lag wiederum daran, dass es fehlen, wir sind bis jetzt auch immer noch die einzige Organisation in Berlin, die eben für nicht deutschsprachige Menschen, die hierher kommen oder die hier schon sind, halt die Möglichkeit anbieten, sich zu ehrenamtlich zu engagieren oder sich zu vernetzen. Also wir sind ja keine Freiwilligenbörse in dem Sinne, sondern wirklich, dass die Leute sich durch uns vernetzen können und ihre Ideen entwickeln können, aber vielleicht nicht perfekt Deutsch können. So. Es wurde, was ich jetzt sagen wollte, haben sich vor allem Leute gemeldet, die sich integrieren wollten. Und es kam ja vor allem von diesem ganzen Boom Touris raus, was 2012 so groß war. Ja. Haben sich dann vor allem die Leute angesprochen gefühlt oder waren es auch Leute, die meinten, ja, wir wollen die Leute mehr einbinden und es kann nicht sein, dass hier so eine Sprüche... Nee, es war schon eher so die Seite, die Wahlberliner, wie wir sie nennen, also die Neuzugewanderten. Aber die Resonanz der lokalen Bevölkerung oder der lokalen Organisation ist sehr positiv gewesen. Also wir haben eigentlich das Gefühl, dass das soll ja auch so sein. Wir möchten ja auch, dass die verschiedenen Kieze ja auch von dieser Internationalisierung profitieren. Und man hat halt irgendwie mitbekommen, dass da auch so, ja, wir wollen diese neuen Nachbarn kennenlernen. Und ja, manchmal ärgern wir uns ein bisschen über sie vielleicht oder über diese... diese Veränderung. Aber generell sind die Leute sehr, sehr offen dafür. Mhm. Sie möchten halt auch irgendwie das... sie sich gegenseitig kennenlernen. Ja. Aber ohne euch wäre da wahrscheinlich erstmal gar niemand drauf gekommen, dass man sowas überhaupt mal anstoßen muss. Nee, eigentlich muss man das schon Schade so sagen. Aber gut, dass ihr das jetzt macht. Du bist 2013 dann dazugestoßen. Das gab es ja dann jetzt seit 2012. Und dann bist du dazugekommen und dann hat das Ganze so als Initiative auch Form angenommen. Genau, wir sind seit Ende 2013 ein eingetragener gemeinnütziger Verein eben. Mhm. Genau, und seitdem wachsen wir und professionalisieren wir das Ganze. Und deswegen, ich bin dazugekommen, weil ich habe angefangen den geflüchteten Menschen in der Olaustraße Englisch zu unterrichten und zu kochen. Dadurch auch, mein Interesse kam auch durch meinen Master eben. Und du bist auch direkt zu Give Something Back to Berlin gegangen, weil du die schon kanntest? Oder? Ich habe die selber auch gefunden. Also auf ich Facebook? Gegoogelt, aber dann über Facebook. Ja, okay. Und das war aber dann so, ich habe gemerkt, dass ich eigentlich Fähigkeiten habe, die viel besser der Organisation selbst zugutekommen. Und es lag ja bei deinem Studium dann nahe, an sowas sofort zu denken. Ich glaube, das ist schade, dass andere Leute dann da nicht dran denken. Deswegen ist es auch gut, dass ihr jetzt so eine große Resonanz habt. In den, dass es Leute wissen, okay, ja, ich kann auch was zurückgeben, wenn ich möchte. Ja, genau. Ja. Give Something Back to Berlin funktioniert ja jetzt auf freiwilliger Basis. Wie wird aber das Ganze funktioniert? Also ich kann es mir vorstellen, über Spenden muss es ja laufen, aber wie viel Unterstützung bekommt die Organisation tatsächlich und wer arbeitet alles mit? So Zahlen, Fakten, ja, dass man sich was also vorstellen wir sind kann? Ein sehr, sehr kleines Team. Also wir waren bis Frühjahr diesen Jahres zu zweit, eigentlich ich und Anna-Maria. Im Büro davor gab es andere Personen, die auch mehr mitgeholfen haben und die dann aber auch, also wenn man also kein Gehalt bezieht, ist es natürlich schwierig, sich weiter zu finanzieren. Ja. Deswegen waren wir dann der harte Kern und haben das Ganze wir sind gerade dabei, öffentliche Fördermittel zu beantragen. Und mittlerweile haben wir auch das Gefühl, dass wir auch durch unsere Öffentlichkeitsarbeit und das durch Networking und auch die ersten Zusammenarbeiten mit der Stadt, dass es jetzt auch in der Politik angekommen ist, dass es sehr wichtig ist, diese Zielgruppe auch zu integrieren und sich darum zu kümmern. Und das hat einfach ein Weilchen jetzt gedauert. Und bis jetzt haben wir halt nur Spenden und wir beziehen natürlich auch dadurch kein Gehalt, sondern das sind halt so Bürokosten, werden damit gedeckt. Wir werden aber jetzt, wo wir eine große Runde an öffentliche Mittel, die wir beantragt haben,
das haben wir jetzt halt fertig und wir werden jetzt im nächsten Schritt Freitag unsere Crowdfunding-Kampagne starten. Nicht zuletzt auch, weil aufgrund der hohen Anfragenzahl, die wir jetzt gerade erleben, also nochmal, wir hatten eh schon immer wahnsinnig viel Zulauf und jetzt hat sich das nochmal erhöht, müssen wir einfach mehr Leute mit ins Boot holen, die wir auch über Honorare zahlen können, weil man kann nicht erwarten, dass das Ganze von Hunderten von Ehrenamtlichen, dass einige Ehrenamtliche Hunderte von anderen Ehrenamtlichen umsonst koordinieren. Es geht halt einfach nachhaltig nicht. Obwohl zwei Jahre lang, ihr habt ja zweijähriges Jubiläum gehabt, genau. Im Mai, glaube ich, hat es gut funktioniert und jetzt langsam wird es doch eng. Muss man sich mal ein bisschen ausbreiten und besser organisieren. Ja. Welche Hürden und Schwierigkeiten gibt es denn da vor allem? Weil es gibt ja, man muss ja auch irgendwie noch Geld verdienen, man kann ja nicht immer nur ehrenamtlich arbeiten. Vor allem jetzt bei dir und Anna-Maria, die jetzt da, glaube ich, vor allem so an der Spitze sozusagen stehen, der Initiative. Ja, genau. Also wir sind beide freiberuflich tätig und Anna-Maria ist ja auch Journalistin und es ist halt nicht leicht, muss man dazu sagen. Aber ich denke mal, wenn man ein Projekt hat, woran man wirklich glaubt und mit sehr viel Leidenschaft auch dabei ist und wir sehen ja, dass es ich will jetzt nicht Social Startup sagen, aber das dauert halt auch einfach. Da muss man einfach dranbleiben und dran glauben. Und wir sehen ja, dass der Bedarf so hoch danach ist, dass wir uns sicher sind, dass es jetzt auch dann irgendwann... Die Preise, die ihr bekommt, zeigen sie ja auch. Also das ist schon mal von Michael Müller, den Preis zu bekommen. Genau. Ja. Doch, das war eine große Ehre. Und ich meine, wir sehen ja auch die Anfragen, die wir auch auf politischer Ebene erhalten, zeigen uns, dass die Richtung die richtige ist. Und wir hoffen dann halt, dass die Entscheidungsträger bei den Stiftungen dann auch sich für uns entscheiden werden demnächst. Mhm. Da du immer so viel arbeitest, können wir jetzt zu einem kleinen Spiel kommen, damit du ein bisschen ausspannen kannst. Danke. Und zwar habe ich hier einen Buzzer, den brauchst du aber nicht. Ich werde da nur, du hast immer 10 Sekunden Zeit und ich werde darauf buzzern und dann wird das runtergezählt. Und wenn du es in den 10 Sekunden nicht schaffst, was zu erraten, was ich dir gleich stelle, dann ist die Zeit leider vorbei und ich muss es verraten. Ich muss meinen Mut antrinken. Und zwar geht es um Projekte. Ich sage dir mal 3 Stichworte, ganz kurz. Und da ihr so viele Projekte habt, wird es wahrscheinlich entsprechend schwierig, dass du da auch drauf kommst. Hoffe ich mal, weil ich will dich testen. Okay. Ja, fangen wir einfach mal an. Bist du bereit oder willst du noch mal einen Schritt nehmen? Ja? Okay. Ach nee, Quatsch, andersrum. Ich muss es hier erst sagen und dann 15 Sekunden. Okay. Das war ein bisschen unfair. Ein bisschen unfair. Ich will gerecht sein. Okay, los. Vergangen, Kreuzberg, Technik. PC-Unterricht für die Geflüchteten in der Olauer Straße. Oh mein Gott, das ist richtig. Wenn du die Gerhard-Hauptmann-Schule meinst. Ja, Olauer Straße, Herzlichen Glückwunsch. Das Projekt existiert nicht mehr. Da habt ihr Computer Classes gegeben. Ja. Genau. Und ich habe auch gehört, dass ihr da richtig WLAN extra installiert habt und so weiter. Genau, WLAN, Basketballkörbe. Ja. Und es gibt es jetzt aber leider nicht mehr, deswegen vergangen. Genau. Okay, nächstes, gleich weiter. Selbst, Gefühle, Gespräch. Selbsthilfezentrum Neukölln, da haben wir interkulturelle Workshops für, Workshops und auch, da war noch eins, eine Selbsthilfegruppe zu Depressionen, glaube ich, aufgestellt. Für? Für die internationalen Neuzugewanderten. Das ist eine spezielle Personengruppe, jetzt hätte ich es fast gesagt. Frauen? Ja, natürlich. Wie heißt es? Weißt du noch den Namen? Nee. Julia Without Borders. Ah ja, genau. Genau, aber komm, den Punkt, den schenke ich dir. Das hast du gut gemacht. 3. Frage. Mhm. Takt, Gruppe, Oranienplatz. Das ist meine Refugee-Band, Lom Nava. Ich habe den Master vergessen. Nochmal. Lom Nava, das ist unsere Refugee-Band. Refugees and Friends. Yes. Genau. Die sich immer am Oranienplatz treffen. Wie oft eigentlich? Also die haben sich im Oranienplatz kennengelernt. Die proben jetzt immer in professionellen Studios, was die gespendet bekommen, auch von einem großartigen Spender, 2-3 Mal die Woche und treten jetzt auch immer mehr auf, haben sich neu zusammengestellt und Okay. 4. Café, Mädchen, Lernen.
Schillerie, Mädchen-Mentoring-Programm in Neukölln. Okay, du bist echt gut informiert, das ist auch gut. Hoffentlich. Mädchen-Mentoren, ja, das kenne ich sogar, das ist bei mir um die Ecke. Ja, ist ein sehr schönes Und da treffen sie sich immer nach der Schule, genau. Und ja. Dann noch das Letzte. Mhm. Gemüse, Harke, Beet. Es ist auch die Gemüseakademie für Schulkinder, dass die in der Stadt und auch in anderen Teilen der in Brandenburg, glaube ich, ziemlich viel genau über Gemüse und gesundes Essen lernen durch Gardening, also wie nennt man das, Gärtnern. Ja. Und ich habe da auch schon ein Bild gesehen, dass du da auch mit dabei warst, Gemüseakademie, genau. Genau, das ist so ein bisschen so die Schwierigkeit in meinem Job, weil ich bin eher für dieses Projektmanagement zuständig. Eben, es ist natürlich sehr verlockend, dann auch immer mitzumachen, weil das ist ja das Schöne oder das, ich weiß nicht, wie ich das deutsche Wort, rewarding, also davon, dann weiß man wieder, warum man die ganzen Stunden macht. Man kriegt was zurück, genau. So wie man auch dann Preise kriegt mal. Ne? Ja. Aber genau. Wie viel Zeit nimmst du dir da in der Woche dann dafür, dass du auch überall mal reinschnupperst, wie die Arbeit läuft? Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt ganz einfach darauf an, wie das Projekt gerade läuft, wo wir gerade stehen. Ist es gerade am Anfang? Ist es ein Projekt von uns oder ist es eine Kollaboration? Je nachdem ist die Betreuung oder das Betreuungslevel natürlich ganz unterschiedlich. Und wir haben jetzt aber auch eine neue Projektkoordinatorin, die mich da unterstützt und die selbst da auch viel mir da ein bisschen die Arbeit auch abnimmt. Wie viele Projekte habt ihr insgesamt in Zahlen? Unsere eigenen oder die, also alle insgesamt? Ich weiß nicht, wie genau du die Zahlen im Kopf hast, aber sag mir das, was du weißt. Also wir haben unsere eigenen, wir haben vier eigene und dann haben wir kollaborativ momentan, das wechselt gerade sehr schnell aufgrund der ganzen Situation mit den Geflüchteten in den Notunterkünften. Dazu kommen wir auch noch, ja. Genau, aber ich glaube so zwischen 10 und 12 plus, genau, es ist variiert. Und da mischst du dann einfach mal noch so überall mit, das ist echt beeindruckend, ja, okay. Das erste Projekt, das ihr hattet, weil ihr seid ja eigentlich schon Projekt und es nähert sich von anderen Projekten, was war das allererste? Oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, weil ich da noch nicht dabei war, aber ich kann nur von meinem allerersten Projekt sprechen. Genau, erzähl. Und das war auch ein ehemaliger Gast von euch, von Streets of Berlin. Das war unsere erste Kollaboration, wo wir Omid von dem Streets of Berlin Team. Auch hier in genau, dieses obdachlosen Filmprojekt, wo den Leuten auf der Straße, egal in welcher Form man auf der Straße sich befindet, eben eine Stimme gegeben wird, eine Videoplattform geboten wird. Und da haben wir halt Ehrenamtliche gesucht, die da mitwirken. Dann kommen wir jetzt auch noch mal zum Stichpunkt Flüchtlinge. Integration ist ja an sich immer aktuell, aber gerade jetzt bei der ganzen Flüchtlingssituation, der wir haben, inwiefern beteiligt ihr euch an der Situation? Wir sind gerade, also mein Job ist es gerade primär, mich zu vernetzen, zu informieren. Ich bin in mehreren so Lenkungsausschüssen, jetzt vor allen Dingen im Bereich Kreuzberg und Tempelhof Neukölln, um zu sehen, wie wir da unterstützen können. Und wir posten natürlich die ganzen Bedarfslisten und die ganzen Anforderungen der Notunterkünfte posten wir bei uns auch, wobei wir dann natürlich versuchen auch etwas, die Leute, die mitmachen wollen, sich engagieren wollen, was so beeindruckend ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man bedenken, dass es jetzt eine langfristige Situation ist und dass die Unterkünfte teilweise mit dem Ansturm dann von Ehrenamtlichen gar nicht hinterherkommen. Und wir versuchen sozusagen die Schnittstelle zu sein, um das ein bisschen abzufangen und das, also diese ganze richtig eine Art geile Energie zu channeln und dass wir das halt irgendwie gut umsetzen können und umwandeln können. Sind die Leute dann sehr enttäuscht, wenn ihr sagt, so, nee, sorry, wir haben schon zu viele und wir können euch nicht mehr? Das sagen wir eigentlich nicht, weil wir wissen, dass es ständig neue Projekte geben wird. Also insofern können wir die Leute auch immer gut auf unsere Community-Treffen verweisen, die wir monatlich halten. Und da stellen wir immer wieder neue Projekte vor. Und man sieht ja auf unserer Webseite, wir haben ständig neue Sachen. Und ja, ich meine, wie gesagt, wir versuchen, also großen Teil unserer Arbeit ist ja auch, die nicht deutschsprachige oder die englischsprachige Community auch für die sozialpolitischen Themen der Stadt zu sensibilisieren und eben ihnen das Verständnis zu geben, warum vielleicht jetzt gerade es nicht möglich ist, die Spenden dort in der Notunterkunft abzugeben. Genau, und das ist ja auch ein Großteil unserer Arbeit, eben diese Sensibilisierungs- und sozialpolitische
Berichterstattung. Was denkst du denn, was man in der Situation gerade in Berlin verbessern kann mit dem ganzen Ansturm? Die kommen jetzt sogar schon mit Zügen und so weiter alle angereist. Was ist dein Eindruck? Ein persönlicher? Naja, also auf politischer Ebene müssen die Prozesse halt natürlich schneller sein. Dann das, was wir jetzt halt auch schon in Neukölln versuchen zu machen, ist, dass die ganzen Ehrenamtlichen und Bürgerschaftsinitiativen, dass wir uns besser vernetzen, dass wir eben auch da uns zwar beteiligen und weiter diesen Zulauf garantieren, aber eben ein bisschen überlegter, ein bisschen langsamer, vielleicht erstmal einen Schritt zurück und erstmal gucken, ne, wie kann man das alles bündeln. Und das Letzte, was ich sagen würde, ist halt auch, dass man auf jeden Fall definitiv nicht die Arbeit der Stadt abnehmen soll in diesen Unterkünften. Es gibt halt einfach Sachen, das ist auch ein großes Geschäft, diese Unterkünfte sind wahnsinnig, werden bezahlt dafür und das kann nicht sein, dass dann Ehrenamtliche die Essensausgabe zum Beispiel machen und solche Geschichten. Also, dass man ein bisschen mitdenkt, wo fangen wir als Ehrenamtliche an, die Arbeit abzunehmen, wofür andere Leute schon bezahlt wurden. Hm. Also das ist so ein bisschen so meine persönliche Meinung. Wo siehst du die Initiative in 5 Jahren, wenn das alles so läuft wie geplant? Definitiv werden wir immer weiter wachsen und dann unsere Stellen hoffentlich haben für ein größeres Team, was sehr notwendig ist. Ich meine, wir haben halt auch schon Anfragen aus anderen Städten, aus anderen Ländern, weil es hat natürlich auch wir haben jetzt natürlich jetzt auch ein Arbeitsmodell und Arbeitsmethoden entwickelt und die wirklich in den letzten Monaten mit sehr viel Arbeit intensiv auch sozusagen ausgearbeitet und ich denke mal, das kann man halt gut exportieren und es ist halt wirklich auch ein tragfähiges Modell und andere Städte sind natürlich daran interessiert, aber erstmal möchten wir hier in Berlin uns ausbauen und erstmal Berlin und natürlich wollen wir halt ein größeres Büro, wo wir halt auch Leute einladen können und unsere eigenen Räume und wo ihr eure ganzen Akten vor allem stapeln könnt, weil bei so vielen Projekten, das ist echt sehr beeindruckend. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses sehr, sehr tolle Gespräch. Ihr müsst noch unbedingt ganz, ganz viele Preise bekommen, weil sowas muss echt gefördert werden, meiner Meinung nach. Macht weiter so, bleibt munter, bleibt du munter. Und ihr, liebe Leute, bleibt auch munter und schaltet einfach beim nächsten Mal auch wieder ein. Wir warten hier auf euch. Tschüss!